Herzlich willkommen auf Latzugmaschine.com. Ist Nackentraining schlecht für den Rücken? Ein reines Nackentraining kann unter Umständen den Rücken schädigen. Abgesehen davon ist ein isoliertes Nackentraining nur in den seltensten Fällen sinnvoll. So braucht man etwa bei Sportarten wie Boxen einen starken Nacken. Dieses Training wird dann aber in den Trainingsplan integriert. Wenn man jedoch so schon vernünftig trainiert, ist ein extra Nackentraining oft überflüssig. So wird der Nacken etwa bei Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Klimmzügen ohnehin mit beansprucht. Den gewünschten Stiernacken wird man nur mit Shrugs nicht erreichen. Dafür ist, wie in anderen Fällen, zum Beispiel bei dem Ziel Sixpack, ein regelmäßiges Training aller Muskelgruppen und eine Ernährungsumstellung notwendig. Eine Abkürzung zum Stiernacken gibt es also nicht. Viel Spaß beim Training. Weitere Informationen finden Sie auf Latzugmaschine.com.